Hallo Filmfans und Filmfreaks, da bin ich wieder. Wie in meinem letzten Video gesagt habe ich noch auf ein paar Filme gewartet. Die sind jetzt nach und nach eingetrudelt. Jetzt fehlt nur noch on sicher. Jetzt habe ich überlegt, warte ich noch, bis der kommt, aber ich weiß es halt nicht genau. Oder drehe ich das Video? Jetzt habe ich mich dazu entschlossen, das Video doch einmal zu drehen. Dann machen wir gleich weiter an der Stelle. Hätten wir dann hier als nächstes das Waisenhaus auf Blu-ray. Zum Film selber kann ich jetzt nicht viel sagen. Ich habe nur schon einiges gehört. Viele sagen, der Film wäre richtig gut. Der Film ist schon vom Guillermo del Toro, der wo unter anderem auch Pans Labyrinth gemacht hat. Ja, die Meinungen gehen da auch ein bisschen auseinander. Manche sagen, der wäre richtig gut. Manche sagen, der wäre richtig schlecht. Aber ich stehe eigentlich so auf die Thematik und für ein paar Euro, ich denke, nehmen wir mal mit. So. Das nächste ist ein Upgrade von DVD auf Blu-ray und zwar hier. Sindbad und das Auge des Tigers. Ich stehe ja absolut auf die Sindbad-Filme, denen mir als Kind schon richtig gut gefallen. Jetzt als Erwachsene ziehe sie mir auch noch immer in ihren Bann. Wie ihr ja wisst, stehe ich ja auf so Filme mit so Fabelwesen und Monster und so weiter. Und dann sind die Sindbad eigentlich genau die richtige Filme. Das Ganze kommt dann eine schöne weiße Amari daher. Normalerweise tausche ich die ja immer, mache schwarze Amari drum. Aber ich finde, zu dem Film passt die richtig gut, weil an dem Cover viel weiß ist. Lass ihn mal drin. So, das nächste ist ein Film, den hatte ich schon mal, habe ihn dann verkauft und habe mich dann zum Nachhinein gefragt, bist du eigentlich dumm, warum hast du den verkauft? Und dann haben wir jetzt gleich wieder besorgt, und zwar hier, Compliance, basierend auf einer wahren Begebenheit. Der Film ist richtig gut, ist eine absolute Empfehlung von mir, wer den noch nicht gesehen hat, unbedingt nachholen, sonst hätte er was verpasst. Der Film ist sehr düster, sehr beklemmend, lässt auch mal dann noch mit einem Kopfschütteln zurück. Ich will jetzt auch hier nicht spoilern, könnt ihr mal da ein bisschen, wenn man es sieht. Warte mal, ich lupfe mal die Kamera. Könnt ihr mal kurz durchlesen, Pause drücke. Also wie gesagt, ich will nicht groß spoilern, es geht nur darum, sie schafft in einem Imbiss. Dann ruft jemand an, gibt sich als Polizist aus, bezichtigt sie des Diebstahls und wie es dann weitergeht, müsst ihr selber angucken. Aber echt richtig gut. Also ich war total positiv von dem Film überrascht. So, das nächste ist eine Serie und zwar hier, die Bären sind los. Da habe ich das Original. Ja, ich weiß, es ist ein Bootleg, aber anders kriegt man dann leider nicht. Dann habe ich das Remake und jetzt habe ich gesagt, es muss auch noch die Serie her. Ah, absolute Kindheitserinnerungen. Richtig geil. Bloß was mich hier stört, sind zwei Sachen. Das erste, die lieblose Aufmachung von der Box. Hier ist noch Disc 1 drin und Disc 2 bis 4. Hier so lieblos in einer Spindel. Und dass das Ganze auch kein Wendecover hat. Aber mir geht es ja hauptsächlich um die Serie. Die Qualität ist gut. Hätte man die erste Disc schon angeguckt. Jetzt gucke ich mal, ob ich irgendwo mal noch so ein 4er Amari herkriege. Und dann tausche ich die gerade aus. Das nächste. Die Macht des Bösen. Da geht es um das Leben und das Attentat auf der Reinhard Heydrich. Der wird hier gespielt vom Jason Clarke. Ja, der Film ist jetzt nicht schlecht. Kann man sich angucken. Ist kein Muss. Aber wenn man so ein bisschen auf die Thematik von damals steht, man kriegt da viel Hintergrundmaterial geliefert. Ja, kann man sich auf jeden Fall auch googeln. Wenn man für ein paar Euro mal sieht irgendwo, kann man den mitnehmen. Nächstes, was für meine Fantasy-Abteilung. Hier, der Zauberbogen. Den habe ich auch schon gesehen. Der ist auch richtig geil. Ist überhaupt nicht billig gemacht. Also keine so Asylum-Produktion oder irgendwas. Könnt ihr euch ja mal die Bilder auch gucken. Hier und hier oben. Wenn man es sieht. Ja, sieht man. Hat mir sehr gut gefallen und wer auf so Filme steht, kann sich den bedenkenlos auch mal angucken. So. Das nächste ist eine Serie, die habe ich vorher noch gar nicht gekannt. Hätte mich dann aber vorher mal im Internet schlau gemacht und hört sich eigentlich ganz interessant an. Und zwar hier: The Savage Tale of Summer Vale, Dämonenkriegerin der Welten, ist so im Stil von Buffy gemacht. Ja, da geht die Meinung auch wieder querbeet. Die einen sagen gute Serie, die anderen sagen voll der Bullshit. Aber wie ihr ja wisst, bilde ich mir eine Meinung immer gern selber. Ist hier Art Limited Edition. Hier ist die Disc. Hier sind noch drei Pushkarte drin. Das Einzige, was ich schon vorab weiß, ist, dass die von der Qualität her und von der Aufmachung jetzt doch nicht so wie Buffy ist, also so professionell gedreht und alles drum und dran. Aber mein Gott, für ein paar Euro und wenn es einem unterhält, ja, ich gebe mal eine Chance. Gibt aktuell sowieso bloß die eine Staffel und
Wenn hätte ich nicht viel Geld rausgeschmissen. So, und das letzte ist noch was für meine Dokusammlung mal wieder. Und zwar hier unglaubliche Tierrekorde. Das ist hier Teil 1. Hier sind die Folge 1 bis 5 drauf. Tödliche Waffen, Gifte, Schwärme, Stinktiere und Kämpfer. Das Ganze ist hier verteilt auf zwei Discs. Und dann habe ich gedacht, ja komm, nehme ich da gleich noch Teil 2 mit. Hier sind dann Folge 6 bis 10 drauf. Draufgänger, Sex, Abwehrmechanismen, Überlebenskünstler und Vorsicht, Angriff. Ja, sowas hat man am Fernsehen schon dauernd gesehen. Und jedes Mal, wenn sowas läuft und ich schalte es zufällig ein, gucke ich es immer bis zum Schluss an. Mir gefällt es. Und für ein paar Euro habe ich gedacht, komm, stell ich das in die Sammlung. So. Das waren jetzt die restlichen Filme. Wie gesagt, bis auf einer, wo jetzt noch fehlt. Da bin ich mir jetzt am Überlegen, wenn der kommt, ob ich dann da mal ein Einzelreview drehe oder einfach warte, bis ich wieder eine Ladung zusammen habe und dann wieder ein Update mache. Aber das seht ihr dann. Und dann sage ich euch einmal Danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns bei einem von meinen nächsten Videos. Euer Stone Cold.